'Twas an autumn day, the sky was blue, the trees were turning gold. I met the whiskey vicar, he was strolling down the road. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit Meets Spirituality. In den letzten Folgen hatten wir uns ja schrittweise mit den einzelnen Herstellungsphasen des Whiskys beschäftigt. Vom Anbau des Korns bis hin zum Prozess der Reifung. In Whisky-Fachbüchern, in denen dieser Prozess beschrieben wird, fällt meistens eine Phase der Whisky-Herstellung unter den Tisch. Sie scheint so selbstverständlich zu sein, dass man sie nur allzu leicht übersieht. Damit gemeint ist die letzte Phase. Denn nachdem der Whisky die lange Phase, mitunter jahrzehntelange Phase seiner Reifung abgeschlossen hat, wird er in Flaschen abgefüllt, um dann seiner Bestimmung, dem Genuss, zugeführt zu werden. Dieses Abfüllen in Flaschen ist aber nicht nur das Füllen von einem Gefäß in ein anderes. Gerade Whiskys, die man regelmäßig kaufen kann, also die Standardabfüllungen von Whisky-Destillerien, sind Whiskys, die ein immer gleiches Geschmacksprofil aufweisen und auch in immer gleicher Alkoholstärke abgefüllt werden. Wenn Whisky eine Phase der Reifung hinter sich hat, dann besteht von Fass zu Fass ein unterschiedlicher Alkoholgehalt, weil Fässer einfach eine unterschiedliche Menge an Verdunstung aufweisen. Um am Ende den Whisky auf eine gleiche Ebene herabverdünnen zu können, muss ihm Wasser hinzugeführt werden. Wasser, das dazu dient, den Whisky in sogenannte Trinkstärke zu bringen. Das klingt sehr banal, ist aber dennoch ein wichtiger Schritt der Whiskyherstellung, denn das Wasser, das dann dem Whisky hinzugefügt wird, das hat nach wie vor einen wichtigen Einfluss auf seinen Geschmack. Nun liegen in aller Regel die Abfüllanlagen der Whiskys weit entfernt von den Destillerien. Es gibt nur sehr wenige Destillerien, die ihre Abfüllanlagen vor Ort haben. Bei Springbank zum Beispiel ist das der Fall. Eine Destillerie, Glenfiddich, hat ihre Abfüllanlagen sehr weit von der Destillerie entfernt. Aber dann, wenn man den Whisky zur Abfüllanlage bringt, fährt immer ein Tanklaster hinterher mit dem Wasser, mit dem auch der Herstellungsprozess des Whiskys vollzogen wurde. Man legt also großen Wert darauf, dass genau das gleiche Wasser im künftigen Whisky enthalten ist, der auch im Zuge seiner Herstellung Verwendung gefunden hat. Und wieder einmal erkennt man, wie wichtig das Wasser für die Herstellung eines Whiskys ist und wie sehr Whisky zu Recht den Namen Wasser des Lebens trägt. In diesem Sinn wünsche ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern Slanchewa, gute Gesundheit für Leib und Seele. He said, whiskey can bring you joy, and it can bring you peace. But whiskey can lead to confusion, and even unleash.